Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute bzw. dieses Wochenende steht ein Dreh mit dem RTL Magazin an und wir dachten, es ist bestimmt ganz interessant, was wir so dort essen, ob wir uns anders ernähren oder weil es ja doch recht stressig ist. Wir freuen uns auf jeden Fall erstmal mega auf den Dreh und ihr erfahrt auf jeden Fall auf Instagram als allererstes, wann es ausgestrahlt wird. Also folgt uns dort gerne und auch gerne auf TikTok. Heute ist der 30.04. und wir waren gerade schon im Fitnessstudio, haben trainiert. Nachher, 13 Uhr, geht es nochmal ins Fitnessstudio, aber für den Dreh. Das heißt, heute wird ein sehr sportlicher Tag, weil man unterschätzt das. Auch wenn man vielleicht beim Training nicht mit vollen Gewichten trainiert. Ja, trotzdem, wir hatten ja schon mal mit Sat.1 Frühstücksfernsehen auch einen Dreh, auch im Fitnessstudio. Und das man muss halt, es war schon anstrengend. Man muss halt immer viele Wiederholungen machen, deswegen für die Aufnahmen schraubt man das Gewicht natürlich deutlich runter, damit man mehr Wiederholungen machen kann. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es heute ein Full Day of Eating. Und ja, wir fangen an mit dem Frühstück. Wir dachten so für den Dreh ein paar Kohlenhydrate, ein bisschen Zucker und um ein bisschen ja, einen Pump zu kriegen. Leute, ihr wisst Bescheid, gleich im Fitnessstudio. Wir nehmen auch nachher noch einen Pump Booster. Das ist übrigens auch unser Post-Workout. Wir haben es jetzt 11.16 Uhr. Das ist jetzt unsere allererste Mahlzeit nach dem Gym. Und ja, das habe ich. Testen es mal. Da ist übrigens Peanut Butter drüber für die Fette, die nehmen wir immer. Ohne Zuckerzusätze und wirklich nur aus Erdnüssen. Sehr schmeckt geil. Sehr geil. Sieht einfach so smooth aus, Leute. Das ist der Fake Reese von Antonia. Den finde ich auf Instagram. Antonia, wie heißt sie? Antonia offiziell oder so. Keine Ahnung, schaut da vorbei. Da findet ihr das Rezept von Fake Reese ins Flohsamen und so. Mm. Und wir haben jetzt noch so Lebkuchen und Erdnussbutter drüber. Das war so ein alter Lebkuchen von einem Jahr oder so. Mm. Also, aber man muss noch irgendwann mit. Ja. Bei uns wird wirklich nichts weggeworfen, Leute. Also, da könnt ihr so auch. Genau. Sehr geil. Geiles Post-Workout. Das gönnen wir uns jetzt. Und dann gibt es auch schon bald die nächste Mahlzeit. Denn wir wollen im Training nochmal eine kleine Carb-Mahlzeit essen, um nochmal direkt die Carbs in die Muskeln zu pumpen, um dann gleich, ja, und auch gepumpt zu sein für den Training. Aber die Form sitzt heute auf jeden Fall. Also, wir waren ja schon trainieren und ich bin sehr zufrieden. Jetzt wird erstmal gegessen. So, Freunde. Wir sind schon umgezogen. Es geht gleich los in einer viertelhalben Stunde. Und davor laden wir noch ein paar Carbs. Und zwar erstmal gibt es 4 Reiswaffeln mit 100 Gramm Apfelmus und einer halben Banane. Dann gibt es noch einen geilen Lava-Bar, Leute. Das ist der allerbeste Regel auf dem Planeten, Leute. Mit dem Code 20 spart ihr dort immer 10% bei Iron Max. Und von Iron Max ist auch dieser Booster hier, Leute. Wir nehmen eigentlich nie Booster, aber wir dachten so, komm. Also selten in der Booster, weil, keine Ahnung. Der schmeckt wirklich geil. Wie Orangensaft irgendwie. Mega. Wir haben aber noch halbe Portion genommen, weil wir sind jetzt nicht so viel Koffein und so gewohnt. Deswegen wollen wir jetzt nicht eskalieren. Also es sind 100 Milligramm Koffein. Also ja, für uns ist das viel, weil wir trinken sonst eigentlich nicht wirklich Koffein. Deswegen. Und jetzt geht's wirklich. Jetzt wieder so 8 Wiederholungen. Im Gym ist fertig, Leute. Gleich kommt das RTL-Team nochmal zu uns. In der Zeit gibt es erstmal Frikadellen, Leute, Geflügelfrikadellen. Mhm. Ist das erstmal geil.
Wie geht's? Ein bisschen Eiweiß. So, Freunde, der RTL-Dreh ist jetzt vorbei. Morgen um 10 geht's weiter. Wir sind auf jeden Fall echt kaputt. Wir haben es jetzt 16.40 Uhr und haben echt Kohlenhydrate, Leute. Heute müssen noch einige Kalorien rein. Genau. So, wir haben hier einmal einen gemischten Kuchen. Was ist da drinne? Dort ist drinne erstmal ein halber Maxi-King. Ist drinne dann 20 Gramm so eine Art Nutella. Nur halt nicht Nutella, sondern andere Creme enthalten. Dann haben wir da ein bisschen Backpulver, 12 Gramm Vanillepuddingpulver. Unten als Boden ist so Lebkuchen. Dann haben wir dort 410 Gramm Joghurt mit 0,1 Gramm Fett. Und ja, Ei noch. Ein Ei ist auch drin. Das haben wir als Kuchen verbacken. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, wie schmeckt der drin. Ist der Maxi King. Ein bisschen von der Nutella. Alter, gosh. Ich kann es nicht in Worte beschreiben. So heftig. Wir haben übrigens den Quark mit Flake Drops gesüßt. Mega, mega geil. Also wirklich eine 10 von 10, Leute. Wir müssen es unbedingt als Rezept abfilmen. Das ist so, so heftig. Bosamen sind auch drin. 4 Gramm. Heftig. Alle mit dem Maxi King. Oh yeah, yeah. So gut wie fertig, Leute. Ich bin gespannt. Mit Gemüse und Käse on top. Oh mein Gott, Leute, ich habe so hart Bock drauf. Ich glaube, no words needed, Leute. Wer hat aber mal so Bock drauf und hat einfach, also wie der Käse so richtig schmilzt. Wild. Unbeschreiblich. Warum wahrscheinlich nicht mal wirklich Soßen dazu? Gönn it in, würde ich sagen. Und jetzt gibt es noch eine Portion Eis, 150 Gramm Vanilleeis. Wir hatten halt so Bock drauf und Leute, wir verbieten uns auch nichts oder irgendwas, weil sonst neigt man immer zu Cheat Days oder irgendwas oder Heißhungerattacken. Deswegen integriert immer ein bisschen was in euren Alltag, irgendwelche Cheats oder so. Dann habt ihr auch nicht immer dieses Verlangen auf krasse Cheat Days oder habt auch keinen Heißhunger. Deswegen, man muss ja nicht zwei Pots wegfetzen, aber so, ne, so zwei, drei Gucken Eis kann man auf jeden Fall mal gönnen, Leute. Jetzt haben wir hier noch ein Porridge, einfach mit diesem veganen Proteinpulver von Iron Max. Ihr spart auch, wie gesagt, mit dem Code Twins 10 immer am meisten, immer mindestens 10% und bei Aktionen auch mal mehr. Mega geil, im Porridge die Konsistenz, Leute, so smooth. Dann dazu noch Erdnussbutter, ohne Zuckerzusätze wieder. Einfach wirklich so geil. Oh mein Gott, Leute, das wird jetzt noch gegönnt. Und dann sehen wir uns mal, wie wir die Werte ausgewertet haben. Bei welchen Nährwerten wir heute sind. Wir sind auf jeden Fall bei sehr guten Werten und das sehen wir gleich. Wir sind am Ende des Tages angelangt. Es ist jetzt 8:45 Uhr. Wir haben übrigens 19 Uhr Abendbrot gegessen. Also wir sind heute wirklich sehr, sehr zufrieden mit unseren Werten. Es war ein sehr anstrengender Tag. Hätten eigentlich wahrscheinlich ein bisschen mehr essen sollen, aber hatten irgendwie gar keinen Bock mehr. Mal schauen, ob wir dann morgen ein bisschen mehr essen.
Genau, also heute sind wir bei 2975 Kalorien, also 3000 Kalorien, 337 Gramm Kohlenhydrate, 171 Gramm Eiweiß und 95 Gramm Fett. Also Leute, ihr seht, die Fette waren halt echt gut dabei, da sind wir echt sehr stolz drauf. Und eigentlich auch, ich sag mal, fast alles clean. So, also viele gesunde Fette vor allem. Wir haben sehr viel Erdnussbutter gegessen. Ja, Leute, Erdnussbutter ist Game Changer. Ja. Erdnussbutter, Proteincreme, Schokolade ist auch geil. Ja. Also machen wir auch gerne Schokolade. Wir machen auch wirklich gerne Schokolade über unser Porridge. Heute war es mal nicht, aber heute war es mal Maxi King, weil die noch da hatten und wir hatten noch einen da und haben ihn geteilt und in die Bowl gemacht. Das war wirklich sehr, sehr geil, Leute. Wir posten noch übrigens ab und zu mal so ein paar Kalorienarme und allgemein so ein paar Rezepte auf Instagram. Da erfahrt ihr auch mal gerne mehr. Und ja, wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Fetten. Wie gesagt, wir peilen mindestens 70 Gramm an, da wir so, ja, wir wiegen so 71 Kilo, also 71 Gramm peilen wir theoretisch immer an. Meistens ist es aber 75, meistens sind es aber 75 bis, ja, 95 Gramm Fett. Ja, jedenfalls der Tag war mega cool. Ja, wir waren wieder, haben wir gedreht, 3,5 Stunden, also es ging sogar echt. Und die Zeit ging auch super schnell rum. Morgen haben wir dann nochmal 2 Stunden circa, je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Und ja, jedenfalls, das war das Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Schaut auf Instagram und TikTok vorbei. Vor allem auf Instagram erfahrt ihr auch, wann das Ganze ausgestrahlt wird. Würde uns natürlich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Wir freuen uns drauf. Also, das war's und ciao.